So wie es aussieht, sind wir wirklich schon beim Finale jetzt. Das geht alles so zügig auf einmal. Es ist der Wahnsinn. So, genau. Ja, bitte speichern. Auf geht's. Fertigstellen. Und let's do this shit. Vor allem, wie einfach der Titel das schon spoilert. Lol. Na gut. Aha. Hör gut zu, wo immer du auch steckst. Keiner kann die Symbioten kontrollieren. Keiner! Ich muss die Symbioten nicht kontrollieren, Spider-Man. Doc Ock? Wir sind eins. Es ist eine neue Welt. Die Menschheit braucht die Fähigkeiten, die meine Technologie ihr gibt. Die Symbiose ist der einzige richtige Weg. Hätte mir denken können, dass Doc Ock sich nicht ändert. Wäre auch zu schön. Eine perfekte Weltordnung. Wer meine Vision nicht teilt, wird von ihr zerschmettert. Apropos zerschmettert. Hä? Showtime, Freaks. Ich rieche einen bösen Symbionten und ich bin es nicht. Na komm schon, Opa. Endlich allein. Lass es uns zu Ende bringen, Spider-Man. Also Venom gegen Carnage schon immer super cool. Hey, das Spiel ist voll der Fanservice, oder? Es ist ja so cool. Du wirst die Barriere niemals überwinden. Okay, Doc Ock. Na, komm mal her. Ich muss einen anderen Weg finden, um die Energie von seinem Schild abzuziehen. Die Energie von seinem Schild abzuziehen. Okay, dann lass mal sehen. Was ist das denn zum Beispiel? Hieb! Ja, dieser Schild entzieht Ocks Schild Energie, aber das reicht noch nicht aus. Okay. Ah ja. Hieb! Piep. Hallo? Spidey! Guck mal, das ist ein Scheiter, du Affe! Hallo! Digga! Alle Versuche sind sinnlos, was zum Bums? An der fucking Decke? Hey, ich check hier gar nichts gerade. Warte, Moment mal. Hier kann ich nicht durch. Doch, kann ich. Okay, cool, passt. Hä? Hast ein Freund in mir. Honey Duck Player, hey! Vielen, vielen lieben Dank für den Resub. Hey! Ich hoffe, dir geht's gut. Schön, dass du reinschaust bei Spidey auf der PlayStation 1. Dankeschön für 22 Monate übrigens. Vielen, vielen lieben Dank. Und für den Prime Sub auch. Oh! Voll vercheckt, gell? Fuck. Oh nein! Scheiße. Alles nochmal von vorne. Wobei, ein bisschen Schaden hat er ja. Aber da war halt meine Chance gerade. Aber es ist super fair gestaltetes Spiel. Ich check's nicht, weil der Spawn ja auch andauernd Heildinger und so. Es ist eigentlich alles voll gut. Deswegen irgendwie ist das gerade zu schön, um wahr zu sein. Ich denke, da kommt schon noch was. So. Aua. Ich werde auch immer getroffen, aber ehrlich gesagt, die Arme sind mir auch zu schnell, um auszuweichen. Das ist dann mir auch einfach egal. Weil ich kann mich ja heilen. Wie lange braucht es? Hallo? Ach, da ist noch einer. Okay. Bitte, Doc, auch lass doch den Scheiß einfach. Echt jetzt? Ja, jetzt! Jetzt hat er nur noch Hälfte Leben. Ja, natürlich. Ich bin kein Insekt! Nein, ich mache immer weiter. Du Spinner. Nee, Moment, ich bin hier die Spinne. Ausweichen, Spidey, wir müssen hier an den Schalter. Piep! Aua, East Unlock, Hilfe, aua. Ah ja. Riesengroß. On! So lustig. Aua. Boah, Alter. Was ist denn hier los jetzt? Cool, dann klappt's, oder? Wieder, meine ich. So, ruckelt's noch bei dir, oder? Oder geht's jetzt? Wo ist denn der letzte wieder? Da. Piep. Alter. So, Doc Ock, was ist los hier? Zwei, drei. Eigentlich tot.
Richtig, du bist besiegt. Das war dann der Doc Ock Fight. Das war's noch nicht. Das war's noch nicht. Schauen wir mal. Ja, da steht's ja schon. Spidey gegen Carnage, Leute, ja? Da passiert schon auch was. Auf geht's. Es kann doch nicht so enden! Einen haben wir. Jetzt noch den anderen. Ich frage mich, wie es Venom geht. Eddie, bist du in Ordnung? Sag was! Wach auf, Brock! Vorsicht, Parker! Hinter dir! Was sagst du? Ich verstehe wirklich nicht, warum manchmal Spideys Spinnensinn nicht klingelt. Ist in den Filmen ja genauso. Ich check das nicht. Das Einzige sind, was Symbioten hassen. Nehme ich an, Ock hat sie gemacht. Für den Fall, dass Carnage versucht, ihn zu hintergehen. Und... Spidey, was? Oh, ich sollte sie nicht verkommen lassen. Was war das denn? Ich check wirklich nicht, warum manchmal sein Spinnensinn nicht funktioniert. Oh mein Gott, der fetzt ja voll viel ab. Wie kommen wir denn da rein? Also er hat ja gemeint, Symbioten hassen Schall. Was ja auch so ist. Halt die Schnauze. Okay, funktioniert nicht. Alter, lol, er nimmt da überhaupt keinen Schaden einfach. Aua! Ih, die bewegen sich so geil, eklig gut. Einfach Wahnsinn. Wow! Ja, bisschen, aber irgendwie. Aber hier kann ich nicht rein, gell? Weil das macht mir Schaden irgendwie. Hä? Komisch. Na, ich fange jetzt gar nichts. Ach krass, ich muss den ja wirklich da reinboxen. Den Comic schnappe ich mir aber. Okay, okay, verstehe. Das vier PCs, Alter. Brüder? Ich weiß nicht, ob das... Also, boah, weiß ich nicht. Boah, dieses Geräusch hier. Es ist so... anstrengend. Hey, Carnage, lass den Scheiß. Rein mit dir. Das war's. Nur noch du und ich, Carnage. Das macht trotzdem fast keinen Schaden. Aber ein Haupt-PC, über den ich aufnehme, und einen, über den ich vorhab zu zocken, und ich baue die neue CPU in mein Gaming. Ja, das hast du ja schon gesagt. Gib ihm die verdiente Liebe. Ja. Aber die Liebe mit Hiebe. Die Hiebesliebe. Nee, doch. Die Liebe Hiebe. Ach, weißt du Bescheid. Netter Versuch. Ja, ja, komm, Carnage. Nein, bitte. Schleck mich nicht ab. Nein, bitte nicht. Ich spiele ja auch sich immer hinlegen. So, komm rein mit dir. Fuck. Ich schlitz dich auch bald auf. Hä? Aua, langsam geht's mir nicht mehr gut. Komm. Bist du kurz. Muss mich jetzt heilen hier kurz? Ne, wirklich fair. Mit den Heildingern und so. Super. Aber, Bruder, aber vier PCs? Ich check's nicht. Ein Haupt-PC? Und dann einen, den du zockst, aber... Was? Vier PCs einfach. So krass einfach. Steh auf. Spidey! Was ist mit dir eigentlich immer? So geil gegen Carnage zu kämpfen. Wie cool ist das bitte, echt? Hä? Aber das ist ja immer noch ein Comic. Ey, ich dachte, ich hätte es eingesammelt. Scheißen, echt? So, rein da. Ich habe mich um deine Freunde gekümmert und jetzt bist du da. Super. Jetzt habe ich das Comic.
Ich finde wirklich, die Animationen sind hier super in dem Spiel, wirklich. Für PlayStation 1, weißt du? Also, finde ich echt gut. Gefällt mir so gut. So, Carnage hat nur noch ein Fitzelpitzel Leben. Das heißt, einmal da rein und dann haben wir ihn. Jetzt haben wir ihn. Okay, cool. Carnage geklatscht. Schon wieder speichern. Oh, ist auch voll gut. Er will mehr von dir spüren und er will es härter von dir. Wir haben es ja ihm knallhart gegeben. Und Spidey gegen Monster Ock. Ach ja, Monster Ock. Okay. Weiter geht's, oder wie, oder was? Schauen wir uns das mal an. Du bist der geborene Verlierer, Cletus Cassidy. Ich hab's Mysterio schon gesagt. Keiner kann die Symbioten kontrollieren. Keiner, den ich kenne zumindest. Tief durchatmen, Spidey. Es ist vorbei. Ein ganz normaler Tag im Leben. Wow! Was zum... Ist das Ork? Ach du Scheiße, Alter. Doc Ock als Carnage. Oder andersrum. Alter, was? Aber... Alter, ist das laut schon wieder. Gruselig. Weg von hier. Ich weiß übrigens auch, Carnage Doc Ock ist hier exklusiv. Der wurde exklusiv für dieses Spiel geschrieben. Das weiß ich sogar. Oh mein Gott, weg hier. Ja, ist schon klar. Also den scheint es sonst nicht in Comics zu geben und scheinbar auch nicht in anderen Filmen, Spielen oder sonst irgendwas. Das ist hier wohl exklusiv. Aber boah, Igitt ist ja gruselig. Uja. Krass. Wir müssen hier weg. Oh Gott, eine Fluchtsequenz. Ich hasse alles. Oh, wohin? Oh mein Gott. Uja, mach ich voll gut gerade. Ich mag nicht, wie auch hier ist so. Hoch. Oh mein Gott, geh mir aus. Bitte, bitte geh weg einfach. Geht. Jetzt müssen wir alles hoch, oder? Weil wir sind ja voll tief unter Wasser und so. Ich glaube, wir müssen jetzt irgendwie hoch. Spidey, bitte. Spidey. Oh mein Gott, nicht seitlich spinnen. Nein. Oh, wahrscheinlich ist er mir hinten am Arsch. Er klebt mir in meinem Spinnenarsch. Weg hier. Okay. Alter. Sein Gebrülle auch. Voll gut. Oh. Oh nein. Spidey, nicht seitlich spinnen. Echt, das ist echt nicht geil, was du da machst. Oh yeah. Und dann wieder hoch. Viertes Level. Geil. Wie viele sind es denn? Fünf? Drei? Zwei nur noch? Was? Wie viele noch? Hilfe! Noch zwei. Noch zwei. Cool. Wir dürfen bestimmt alles von vorne machen, wenn du uns erwischt. Deswegen weg hier. Langsam kommt Druck auf. Langsam, ja, langsam, Spidey. Nur ganz langsam kommt Druck auf. Du, ja, alles easy. Ich kann ihn nicht abschütteln. Spidey, was, wohin? Du schaffst das, Gecko? Unbedingt, du. Ich habe seinen Atem im Nacken. Ich habe seinen Atem im Nacken. Das will doch niemand. Weg da. Oh, läuft gut, finde ich. Ebene 2, geil. Oh mein Gott, da ist er schon. Oh, das ist ein Comic. Egal, tschüss. Nein, Spidey! Oh! Als ob er mich so nicht erwischt hat. Mein Spinnensinn klingelt. Ich glaube, ich schaff's. Ich glaube, ich schaff's. Ich glaube, ich schaff's. Oh mein Gott, was ist das denn? Hab ich's geschafft? Alter. Mama mia. Oh nein. Ork. Letzten Endes hat der Symbiot Ork gerettet.
Fantastischer Witz. Ein perfektes Ende eines perfekten Tages. Was zum... Festhalten! Gut, dass Cat mich angerufen hat, Junge. Gerade noch rechtzeitig, was? Hey, Spidey! Kannst du mir ein Autogramm von Captain America besorgen? Oh, Mann! Punisher, hast du Dreier? Nee, Pech gehabt. Nett, dass du mitspielst, Spidey. Ich habe die Welt gerettet. Da kann es nicht so schwer sein, euch beim Kartenspielen zu besiegen. Dein Spinnensinn hilft dir hier auch nicht weiter. Was laberst du da, Daredevil? Du siehst mir doch ständig in die Karten. Ich muss nicht in deine Karten sehen, Punisher. Deine Bluffs sind einfach zu billig. Okay, okay. Machen wir einfach ein nettes, faires Spiel. Wer lädt bloß diesen Typen immer ein? Hey, hey, Jungs, jetzt gebt endlich Ruhe. Bleibt locker, Jungs. Mir wird heiß. Langsam, langsam. Nochmal von vorne. Ihr habt also alle zusammengearbeitet und habt Spider-Man trotzdem nicht besiegt? Das war nicht meine Schuld. Doc Ocks Plan war schlecht. Jeder weiß, dass man Symbioten nicht kontrollieren kann. Wartet, ich bin also ein Nashorn. Du ein Skorpion, eher eine Krake. Aber was soll ein Mysterio sein? Was ist Rhino? Hast du Dreier? Ah, hey! Ich hab gewonnen! Ihr Jungs haltet euch für besonders clever, aber ich habe gewonnen! Geh zu Papa Doc Ock! Der Sieg ist mein! Immer lacht ihr mich aus, aber wer heult jetzt? Na? Oh, wartet, ich hab mich verrechnet. Ende? Oh mein Gott, wie lustig. Oh mein Gott. Diese Endcutscene, was ist das denn? Die Synchro, wirklich. Oh geil, Spidey in Venom Suit. Nice. Tatsächlich, das war Spider-Man. Direkt durchgespielt in 46 Minuten heute. Hä? Hätte ich ja wirklich noch letztes Mal fast machen können, gell? Oh mein Gott, krass, wir haben's. Spider-Man. Wie wurde Daredevil gerade ausgesprochen? Daredevil. Das war Spider-Man. Geiles Game. Oh mein Gott, ich feiere das. Ich liebe diesen Teil. Vor allem die deutsche Synchro ist ja so lustig gut gemacht. Hä? Die hatten richtig Bock, die zu synchronisieren so. Das war so lustig. Ach, wie cool. Spider-Gecko. Here comes the Spider-Gecko. Wie gut war dieses Spiel, bitte, echt? Wie geil ist denn die PlayStation 1-Fassung, ey, ganz ehrlich. Lässt sich echt super spielen? Nee, ohne Scheiß, es ist gut. Es ist recht gut gealtert. Da gibt's viel schlimmere Spiele, die also schlechter gealtert sind, echt. Das war voll gut. Es war auch fair von den Checkpoints, von den Speicherdingern, wo es immer gespeichert hat und so. Schwierigkeitsgrad auch voll okay. Kamera hat noch ganz gut funktioniert. Hier und da vielleicht so ein bisschen. Aber Steuerung war supi. Das Einzige, was irgendwie am dümmsten war, ist vielleicht, wie Spidey hier spidert. Weil er immer nur in eine Richtung schwingen kann. Du kannst ihn in der Luft nicht kontrollieren. Du sagst ihm so und dann macht er nur geradeaus. Das ist vielleicht so ein bisschen hakelig gewesen. Aber sonst, keine Ahnung, das war gut. Es ist zügig durchgespielt auch, so wahrscheinlich 5 Stunden oder so. Wir haben sie ja jetzt durch. So ungefähr 5 Stunden hast du es durch. Endboss auch gut, fair. Das mit Doc Ock, mit Carnage Doc Ock, das war jetzt wirklich Adrenalin-like vom Fliehen her. Gutes Feeling. Cooles Spiel, keine Ahnung. Ich habe es als Kind schon gefeiert. Und da habe ich es noch nie durchgespielt. Sondern immer nur beim Kumpel und so, keine Ahnung. Da habe ich schon gefeiert. Und drum habe ich es mir jetzt selber geholt. Und boah, hä? Hey, ich liebe es. Hä? Ich glaube, ich find's besser als Spider-Man The Movie, The Video Game auf GameCube PS2 und so. Ich glaube, das finde ich, den Teil finde ich besser, glaube ich, echt.
und voll viel Fanservice mit voll vielen Auftritten. Venom, Carnage, Captain America, Rhino, Scorpion, Doc Ock. Alle möglichen am Start. Hier, Daredevil, was weiß ich und so. Das ist voll cool. Wie viel kostet das Das Spiel kostet, glaube ich, nicht viel. Was war das? Boah, ich muss selber gucken gerade. Sorry, weiß gar nicht mehr auswendig. Aber es war jetzt nicht so wertvoll, hätte ich gesagt. Gerade auch Teil 1 weniger? Ah, 20. Na ja, schon trotzdem 20 Euro rum, ja? Ah, auch ein paar für 30? Ja, so 20, 30 doch schon, ne? Aber es geht, finde ich. Ja? Kriegt man aber auf jeden Fall noch besser her als Spider-Man 2 Enter Electro. Ne, gibt ja noch eine Fortsetzung hier auf der PlayStation 1. Das kriegt man ein bisschen schwieriger her, finde ich. Weil man das insgesamt auch ein bisschen seltener findet. Electro. Ja. Genau, das findet man seltener in der deutschen Fassung. Es gibt schon einige auf eBay zum Beispiel, aber die sind alle nicht deutsch. Ja. Deutsche Fassung ist recht selten. Wenn man dann mal eine findet, ist es aber auch bei, kann bei 60 Euro liegen. Und das ist halt schon krass. Der zweite Teil ist selten, ehrlich gesagt. Ja, aber ich hatte da unfassbar viel Glück. Ich besitze den zweiten Teil schon. Weil ich hatte da super viel Glück. Mal wieder auf eBay. Weil eigentlich findest du den zweiten Teil nicht, wenn dann für 60 Euro. Der zweite Teil, ja. Aber ich hab einen gefunden, da hat das jemand als Gebot reingestellt. Dann habe ich das Ding für 15 Euro gewonnen. Ja, fertig. Und dann dachte ich mir, okay, das geht schon. Komm, erst recht, weil es selten ist. Dann so, ja geil, Alter, 15. Kinderspiel. Richtig. Drum habe ich schon. Drum können wir auch bald mit Spider-Man 2 loslegen, möchte ich auch. Im Verlaufe des Zelda Tears of the Kingdom. Dass wir irgendwann zwischendrin mal Spidey 2 anfangen. Ist ja dann auch recht kurz, freue ich mich aber drauf. Und ich bin super glücklich, dass ich da echt einen Schnapper wieder mal gemacht habe. Mega geil, wie viel Glück ich da wieder hatte. Ich habe Spidey 2 gefunden. Für 15, glaube ich, war es einfach insgesamt, ja. Voll gut. Ich glaube, es hat aber keiner drauf geboten, weil die Disc ja zerkratzt war. Ist aber noch abspielbar. Das war auf den Bildern war es super zerkratzt, aber in echt ist es das eigentlich gar nicht. Aber ja, PS1, wie gesagt, Spidey 1 PS1 geht eigentlich mit 20 Euro, 30 Euro geht eigentlich voll. Für das, ja, ne, 5-6 Stunden Spielzeit, geht schon, finde ich. Voll okay, hat voll viel Spaß gemacht. Ich feiere Spider-Man 1, wie geil. So, wir können ja mal gucken, was ist denn jetzt hier eigentlich in Spezial drin. Outfits, schau mal. Spider-Man-Symbiot. Wie geil, den haben wir jetzt freigeschalten, oder? Was kann der? Unendlich Netzflüssigkeiten, nice. Das Netz geht niemals zu Ende, geilo. Rote Spinne. Rote Spinne, Kräfte. Oh, wie witzig. Ganz wie das Original. Gleich Spider-Man. Das ist sein erster Anzug, glaube ich, oder? Ben Reilly? Oh, das ist Spider-Man 2099, ne? Cool. Es ist so geil, dass es auch Kostüme gibt. Voll cool. Zurück. Gut, Levelauswahl geht. Cheats gibt's. Galerie, lass mal sehen. Comicsammlung, lass mal sehen hier. Hey, so cool. Schaut euch das mal an. Hier. Das sind wirklich übrigens, warte mal, Spider-Man, The Death of Captain Stacy. In dieser Ausgabe tötet der grüne Kobold den Vater von Gwen Stacy, Parkers erster Liebe. Parkers erster Liebe war Gwen Stacy? Oh, witzig. Das sind voll wirklich echte Comic-Cover. Also diese Comics scheint es wohl wirklich zu geben. Was auch mega cool ist, ehrlich gesagt. Was ist das denn? Mega. Hier auch. Erste Ausgabe von Amazing Spider-Man, in der das Symbionten-Dress zu sehen ist. So cool. Voll der Fanservice hier. In dieser actiongeladenen Ausgabe verschmilzt das Limbo mit der Erde. Okay. In dieser Ausgabe tritt der Ranger zum ersten Mal auf. Hey, das ist so cool, echt. Was geht? In dieser Ausgabe erscheint Kraven, der Jäger, zum ersten Mal. Oh, Kraven, sag mir was. Das Debüt von Punisher und dem Schakal und das Ende von Mechanic. Wie cool ist das bitte, oder? Mega. So, ja, das war's aber mit Spider-Man 1. Was ist Spielcover? Ach so.
Okay, das sind dann die Spielkapitel. Es sind 6 Kapitel, ne? Ja, weil das Spider-Trap ist dann das 6. Ach, es sind 6 Kapitel quasi, wenn du so willst. 6 Kapitel und dann halt einzelne Level. Was ist das da? Original Storyboards der Filmsequenzen ansehen. Storyboards? Also die Film... Nein, ach wie cool. Skizzen vom Story... Ach was, wie geil ist das denn? Hä? Hä, wie cool ist das bitte? Jetzt mal ohne Scheiß. Was ist das denn Nices? Also wer auf Spider-Man steht, ja, wer Spider-Man-Fan ist und noch eine PlayStation 3 besitzt oder auch eine PlayStation 2 oder 1, holt euch Spider-Man. Das ist ein mega cooles Game, hat sehr viel Spaß gemacht. Und dann würde ich sagen, das war's mit Spidey und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Spider-Man 2 Enter Electro. Bis dann.